Servus Leute, heute habe ich einen Customs Raid für euch und nicht irgendeinen, und zwar beim Boss-Event. Alle Bosse sind auf Customs als Pre-Vibe-Event. Und ja, das war glaube ich mein zweiter Raid, den ich da gemacht habe. Und der lief echt gut. Ich habe leider nicht alle Bosse erwischt. Der ein oder andere lag schon am Boden, aber es gab ordentlich Action mit PMCs. Viele Bosse erwischt, viel Loot. Und ja, ich will nicht zu viel spoilern. Wer meinen Stream verfolgt hat, hat vielleicht mitbekommen, dass ich nicht der größte Fan bin von diesem Event oder allgemein von den Pre-Vibe-Events. Aber ja, der Raid hat wirklich Spaß gemacht. Und ja, mal schauen, wie lange das noch geht, wann wir letzten Endes den Vibe sehen. Ich bin übrigens nahezu täglich live auf Twitch, twitch.tv/outsider. Würde mich freuen, wenn ihr mal vorbeischaut, vielleicht ein Follow da lasst. Link unten in der Description oder im ersten Comment. Und hier auf YouTube würde ich mich über ein Abo freuen. Einen Daumen nach oben, einen Kommentar unter dem Video. Ja, jetzt viel Spaß mit dem Raid. Der ist Sturm an. Hier dreht sich was. Oh. Oh Gott, ruckelt der. Killer im Grünen, ich bin begeistert. Oh boy. Weiß nicht mal, ob der tot ist. Weiß nicht mal, ob er tot ist. Ne, der ist nicht tot, der hat's überlebt, das war nicht Killer. Oh boy. Oh boy. Rechts. Wo ist dein Kollege? Jawohl. So, das war noch ein Spieler. Wir haben feste Spawn, so Spawnbereiche. Ein Killer hatte bloß eine Pistole in dem Fall. Aus Morpheus.
Okay. Fette Gruppe hier. Jo, Freunde, was ist denn los? Alle hingefallen. Eieiei, ist ja eine Party, holy shit, ey. Einen Treffer habe ich abbekommen. Einen. Voll rutschig da. Irgendjemand hat da was verschüttet. So, was gehst du? So, was gab? Na gut. Ich habe keine Ahnung, wie viel ich getötet habe, aber waren es 4 oder 5? Und die 2 Bosse noch. Ab in die Nachbesprechung. ab zum D-Style bis zum nächsten Vibe, habe ich das Gefühl. Ja, den ganzen Loot kann ich nicht mitnehmen, das könnt ihr vergessen. Die haben am Anfang gar nicht gerafft, wo ich bin, weil die haben sich immer gegenseitig gehört. So eine riesen Truppe war das. Auch Granaten. So, zack, zack, das, das, okay, das Comeback passt.
Nee, werden sie nicht aus Rail. Behältst du natürlich. Ja, ne? Jo, okay. Wieder haben. Wie viel Recoil? Wie viel? Ah, die hat so wenig Ergo, aber hat einen Schalli. Ah, die muss ich kurz umbauen. Muss ich kurz umbauen. Hilft nichts. So, Ah, der geht da nicht dran? Halt. Doch, jetzt geht er dran. Passt. Besser. Besser. Unload. Weg. Sollte nicht so viel looten. So, M62. So, okay. Alright. Dann gehen wir mal die anderen Bosse suchen, ne? Drei reicht nicht, Karma. Du brauchst sechs, dass sie hundertprozentig nicht schießen. Ich habe auch noch die Killer-Armor, ey. Fuck. Und den habe ich auch noch. Fuck. Ja, GG, ey. Und den habe ich auch noch. Nee, der ist gelootet. Den hat sich ein Scav geschnappt. Oh, hat er sich ein Brett gefangen, ey? Fuck. Der hat nie wieder Bock. Ach du Scheiße. Muss nur, ach du Scheiße, ey. So. Ja, Ammo lassen wir jetzt mal. Das ist Sturm an. Ich will die jetzt noch alle killen und dann raus hier. Das ist das Ziel, okay? Halt. Das war eine Fünfertruppe, ne? Das sehe ich schon richtig. Ey. Fuck. Ja, bleibt jetzt hier, scheiß drauf. Gut, dass der Scav sich angekündigt hat. Ja, das. Gut, jetzt schauen wir mal. Sturm an. Gluha wird hart. Ich meine, die Runde ist schon fast rum. Tagila ist auch gelootet, scheiß drauf. Das ist auf jeden Fall Sturm an, der da schießt. Aus der Weidler.
it. Tim Copter, vielen Dank für den Follow, willkommen. Wo ist er? Oh boy. Es kann dezent ins Auge gehen. Ja, Wechselslick? Ah, nee, eigentlich nicht. Weil die sind schon alle im Sack. Wo ist er? Das ist das Schwierigste, ihn zu spotten. Ganz ehrlich. Er hat hier hinten irgendwo geschossen. Hey, Cassano, servus. Hey, Cassinaldo. Und Servus Muki. Verdammter Sturmmann. Die Folge, sechste Folge von Obi-Wan. Ich fand sie nicht so gut. Ich finde Obi-Wan auch nicht so toll. Mich überzeugt das nicht. Weiß, jeder hypt's irgendwie, aber... So. Leute. Wo ist der verdammte Sturri? Servus, Matze. Okay, Sturmmann ist tot. Wir gehen. Da hinten schießt noch einer. Wir müssen die Dorms, Rishala killen. Das ist schon ein Vehicle-Exit, ich glaube, der ist schon tot. Und dann geht's gegen Senator und Gluhar. Ach du Scheiße. Aber ich brauch's zu essen. Das ist nicht gut. Ja, Reggie ist entspannt. Natürlich, Tagilla ist auch sehr entspannt. Alle anderen sind halt auch mega ungewohnt, ne? Gut, Tagilla macht halt gar nichts. Spawn im New Gas? New Gas spawnt keiner. Senator spawnt da in der Nähe am Elektrohäuschen irgendwo. Er lebt noch.
Irgendwo muss noch eine Wache sein. Oh, nice. Genau das habe ich gesucht. Muss ein bisschen Ammo sparen. Ja, obwohl es geht. Es sind nur drei Waren? Ne, es sind vier. Für gewöhnlich sind es vier. Ja, die Bosse sind auch heavy. Ohne Scheiß. Ja, irgendwo kann auch eine Wache sein, aber die sind mir egal. Hey, was ist los bei euch? Das sind normale Scavs. Ja, auf einmal maulen sie rum. Was steht da? Wo war hier noch einer? Mal schauen, ob Senator und Glurak noch leben, aber ich glaub's ja irgendwie nicht. Okay. Der wollte nicht. So, wir machen als erstes Senator. Dann machen wir den Strom an und dann gehen wir zu Gluha. Das ist der Plan. Problem ist, wir haben jetzt lauter Scavs hier auf der Map. Jetzt schon. Und Gluha wird heftig. Die Bosse sind easy. Ah, okay, Azrael. Naja, schon recht. Wenn du die Bosse gerade so erwischst, dass es passt, dann sind sie easy, ja. Ich gehe nicht hier oben lang, ich will nicht, dass Senator aufgeschreckt ist. Angenommen, er ist da. Können nur normales Gas sein, der spawnt hier nicht, ne? Oh, spawnt er auch an der New Gas. Das gefällt mir nicht.
Ach ja, okay. Ja, hier sind schon die Scheiben kaputt. Ich weiß nicht, ob das Standard ist. Die sind immer kaputt, okay. Ja, hier war auf jeden Fall jemand. Oder zumindest ein Scaff hat die Tür aufgemacht. Oh boy. In der nächsten Halle, okay. Wir haben nicht mehr so viel Zeit. Falls er halt noch lebt, ne? Mein Rucksack, ich weiß. Ich habe halt nicht mehr so viel Zeit, das ist das Problem, jetzt hier ewig rumzusuchen. Sanitar! Wo bist du? Scaff? Scheiße. Kann er in der letzten Halle da sein? Okay. Mein Wasser geht auf 1, das ist nicht gut. Fort Knox ist Gluha. Da muss ich noch hin. Den muss ich auch noch killen. Hier oben schnell was zu trinken. Scheiße. Okay. Keine Ahnung, ob ich Sanitar finde. Wir schauen gleich Stromhalle, ob er noch hinten Richtung Fort Knox da irgendwo ist. Meine Ausdauer regeneriert nicht mehr so gut, weil ich jetzt Wasser auf Null habe. Ja, ich habe irgendwie das Gefühl, er ist tot. Oder er ist hier in der Halle. Hier, da. Hier ist die erste Leiche, ja. Da liegt er. Ist tot. Schade. Okay. Wir müssen gegen Glurak fighten. 6 Minuten haben wir noch. Eigentlich bräuchte ich was zu trinken. Ist hier irgendwo was zu trinken? Ich überlege gerade. Kann jetzt halt auch nicht ewig suchen, ne? Ich habe noch 5 Minuten. Das geht so. Komm, scheiß drauf.
Er ist bloß in der Stromhalle und in der anderen, okay. Ja, dann hat mich mein Chat verwirrt. Ach Gott, ich komme hier nicht drüber, ey. Ich hätte nichts sagen sollen wegen Trinken, weil das Einzige, worüber jetzt nachgedacht wird, ist, wo krieg ich Trinken her? Scheiß aufs Trinken. Schon zu spät fürs Trinken. What? Ja, geh rein, komm. Hey, Merowinger, servus. So, jetzt schauen wir mal. Klauner HD, vielen Dank für den Follow, willkommen. Sehen tue ich hier nichts. Oh oh. Oh boy. Das war nicht Gluha, den ich getötet habe. Weiß auch nicht, wo er ist. Wir machen hier schon mal auf. Weiß nicht, wo er ist. Oh shit! Jam! Danke, Face Shield. Ey, fuck! Hey, Clan Belly. Maden Mutant! Da jammt das Ding einfach. Okay, das waren zwei Guards von ihm, keine Ahnung. Hey Bro Loki. Okay, ich muss raus hier. Keine Ahnung, den hat halt schon jemand vielleicht gekillt. Keine Ahnung, wo die hingerannt sind. Aber wir müssen raus hier.
Alles gut, Leute. 10 Sekunden haben wir noch. Ja, gut, ne? Macht mal Hallo YouTube im Chat. Ich glaube, die Runde war im Rahmen YouTube-würdig. Oder was denkt ihr? Leider habe ich bloß 3 Scav-Bosse erwischt. Aber auch eine 5er-Gruppe zerlegt. Das ist auch cool, auch gut. FLQ-Clan in der Nachbesprechung. Ich weiß, es war vielleicht eine 2 und eine 3er, wer weiß. Ah, wen haben wir denn? Killer, Tagilla, Sturmann. Ja, und halt 2 Guards noch von Gluhar. Und ja, Senital haben wir tot gesehen, ne? War leider nicht mehr drin. War nicht mehr drin. Aber trotzdem okay. Nee, nur bei allen Bossen. Natürlich. So. So, auf geht's.